Herzlich willkommen zurück zu Infamous Second Son. So, wir suchen jetzt noch die letzten übrigen DUP-Soldaten, die sich hier irgendwo noch versteckt haben sollten. Eigentlich. Komisch. Naja, dann machen wir jedenfalls jetzt mal diese Kiste hier oben mal kaputt. So, das piept schon unaufhaltsam. Pam, 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 pam und pam. Los jetzt. So, schnell weg und... Kaboom. So. Mobile DUP-Kommandozentrale zerstört. Ja, klar, genau. Komm, wo kommst du her? Reste da hinten. So, dann sammeln wir noch die übrigen Explosionsdinger hier ein. Die sind ja alle unmittelbar. Hier in der Nähe. Da ist auch noch eins. Wo ist das Ding? Das sollte eigentlich direkt neben mir sein. Seltsam. Na, komm schon. Zack. Das muss, der soll genau hier stehen. Wo? Ach, da unten. Hui. Ja, wie jetzt? Alter, was ist hier los? Peng! Peng! Na also. Gegen was kämpfen die? Woohoo! Ab geht's nach oben. Materialisieren und Sturzflug. Hallo Leute! Tja, meine Bekanntheit schlägt ihm ein wie die Bombe. Witzig. Mal ganz nebenbei, Musik wieder mal extrem geil. Ach, ergibst du dich? Oh, wie süß. Tschüss. Ah, Musik wieder weg. Schade. So, hier gibt es noch immer eine Kamera. Wo spannet die mal wieder mal? Ach, hier, genau. So, jetzt nicht mehr. Jetzt ist wieder Ruhe. Da ist noch irgendwo eine Explosionsscherbe. Hier ist sie. Komm, jetzt. Ha. Meins. Lecker. Das wollte ich jetzt auch schon fast sagen, aber naja. Hat er wohl selber erledigt. Dann hier drin muss auch noch eine Scherbe sein irgendwo. Also hier drauf. Whee! Auf dem Wassertank. Das ist so typisch. Im ersten Teil sind die so oft auf irgendeinen Wassertank verstreut. Und hier ja jetzt auch. So, da ist eine Mission zum Rumsprühen wieder mal. Ah, süß! Das Ding fliegt nach unten? Okay. Verdammt! Jetzt komm schon! Komm schon, komm schon, komm schon! Yeah! Ah, verdammt, jetzt muss ich den noch manuell den Gnadenstoß geben. La 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 la, la 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 la, ich kann nicht mehr den Spin machen, verdammt! Hui! Patsch! Den hat's direkt aufgelöst. Der ist jetzt endgültig tot. Naja, so kann's gehen. Da ist noch irgendwo eine Kamera. Ich weiß aber... Ah, hier! Ich korrigiere, hier war irgendwo eine Kamera. Nein zu allen Drogen! Nein zu allen Drogen! Haha! Cool, die hab ich sogar erwischt. Rabenschwarze Aussicht. So, ein bisschen Schablonenkunst. Hui. Das könnte geil werden. So, mal schauen. Jetzt hier so schwarz drüber malen.
Und jetzt ein rotes wäre extrem geil. Komm schon. Okay, dann mach das selber. Geschmackvoll. Cool. Hat was. Schablonenkunst abgeschlossen. Richtig nice. Gefällt mir. So, da gibt's wieder einen Drogendeal. Ha, du traust dir viel zu. Ernsthaft. Wie jetzt? Ja, und du gibst jetzt auf. Haha. Also die Synchronisation von diesen Leuten muss echt Spaß gemacht haben. Da ist ja eine. Ha, cool. Ha, genial. Platsch. Ui, ich habe schon wieder diesen Meteorfall oder Stratos-Angriff oder wie auch immer das Ding heißt, genau, keine Ahnung. So, hier mal kurz nach oben. Da mal nach rüber. Und ja, den führen wir jetzt einfach mal hier aus, weil wir cool sind. Hopsa! Und ich schlag ein wie eine Bombe! Hui! Oh yeah! Alter, ist das heftig! Oh oh. Oh oh, die Scherbe liegt da drin. Nein! Mal schauen, die kommt bestimmt wieder zurück. Hoffe ich erstmal. Wenn nicht, haben wir ein kleines Problemchen. Warte mal, wo ist die genau hingeflogen? Hier soll die sein. Na toll, die kann ich natürlich nicht so bekommen. Oh, das ist jetzt nicht so geil. Wir gehen da mal ganz kurz weg und kommen später wieder. Oh, da ist sogar die Hauptmission. Ach, wir sollten das ganze Gebiet noch befreien. Wäre eigentlich schlauer. So, dann. Da drüben ist noch eine Schablonenkunst. Die machen. Die machen wir natürlich mal fix. Hier ist sie. Ach, davon gibt es hier jemanden, der wo gerettet werden muss. Patsch! Ach, was denn? Spanne. Ja, echt, hey. Unglaublich. Schalten Sie alle Feinde im Gebiet aus? Wow. Ah, Fischfutter! So, dann malen wir das doch mal. Ui, schön rot. So, was kommt jetzt hier hin? Okay. Schaut aus wie ein Fisch. Ach, ein Hai. Cool. Alter, heftig. Hm, schön. Hat was. Meine wahre Superkraft. Ha, wie geil. Ja, deine wahre Superkraft, alles klar. Du hast wirklich Talent, Junge. Auch wenn es nur Schablonen sind, aber scheiß drauf. So, die... Ah, das Ding ist jetzt echt im Wasser. Das kann doch echt nicht dein Ernst sein. Hoffentlich bekommen wir die irgendwie, sonst habe ich echt ein Problem. John, machen wir mal hier das ganze Zeugs. Tap. Da ist er. Gewesen. Und die ist auch weg.
Dann, da hinten sind wieder zwei Polizisten. Platsch! So, du kommst auch noch. Junge, Patsch, Patsch, tschüss. So, wunderbar. Die OP-Soldaten. Das war wohl eine. Ja. Gut, dann hier gibt's wieder eine Kamera. Wo bin da ich? Ach, die zeigt jetzt genau auf mich drauf. Okay. Dann muss die irgendwo hier sein. Ernsthaft. Unglaublich. So, da vorne ist wieder eine Scherbe. Ja, du brauchst nur nicht hinzufallen, dann töte ich dich auch nicht. Also, von deinen Schmerzen erlöst meine ich natürlich. Töten tun wir doch nicht. Unglaublich. So. Saug es auf, Delson. Ach, Junge. Hallo. Oh, schau mal. Patsch. Haben Sie Tomaten auf den Augen? Haben Sie Tomaten auf den Augen? Hast du Augen auf den Tomaten? Nein. So, mal schauen. Okay, hier drin ist die Mission schon mal nicht. Dann ist sie oben drauf. Da, da, da. Ui. Fisch. Ich bin zerbrechlich. Ja, ja, ich lasse dich in Ruhe. Wenn du nicht umfallen tust, dann du weiterleben. Wenn du umfallen, dann du tot. Da ich Rowdy bin und böse bin. Ich sage natürlich, dass du tot sollst und sagen, dass ich dich gerettet von Schmerzen, von üblen, üblen Schmerzen, indem ich dich verbrennen habe lassen. Audioprotokoll. Oh Gott, wo ist das Ding jetzt? Ah, da sind wir schon mal richtig in diese Richtung. So, dann darüber. Okay, sehr, sehr nah. Sehr nah, sehr nah. Kalt. Kalt. Warm, wärmer. Da liegt es. Ich hätte ihm das nie persönlich gesagt, aber Hank Dautry war schlauer, als ich ihm je zugetraut hätte. Der Typ war vorher schon aus mehreren Gefängnissen ausgebrochen. Und er hatte es geschafft, den Curtain Kane nicht durchzudrehen, was selbst den schlauesten Insassen ziemlich schwer gefallen war. Es wurde gemunkelt, dass er es war, der den Transporterunfall in Salmon Bay verursacht hatte. Der, bei dem er selbst und diese beiden anderen Conguits entkommen sind. Wie würde ihre Welt jetzt aussehen, wenn er nicht in diesem Transport gewesen wäre? Tja, dann hätten wir wahrscheinlich Anschiss von unserem Bruder bekommen. Und ja, weil wir wieder mal ein bisschen unsere Kunst vollführt haben, die ihm anscheinend nicht so passt. Warum bist du weggelaufen? Spasti, du brennst da. Du bist irgendwie müde und hängst in einem Rohr drin. Großes Piercing. So. Hier gibt's jetzt noch was zu erlegen. Eine Scherbe. Ach du. Ach, hier. Scherben. Zwei tolle Scherben. Na, komm schon. So, wo sind die zwei Scherben? Bestimmt da oben drauf. Oh, schau mal an. Touch. Ich könnte Synchronsprecher werden für diese Typen. Na. Gut. Oh, DUP. DUP. Peng. Hallo, ich bin hier hinten. Oh. Hallo? Ja, dann. Ach ja, jetzt kommst du angescheißert. Fuck you auch. Ah. Hui. Schöne Aussicht hier. Yay. Peng.
Schön. So, dann bin ich wieder mal hier weg. Und hol mir da drüben noch die Scherben. Scherbe, Scherbe, Scherbe. Wo bist du, mein Scherbchen? Oh, schau an, da bist du, Scherbchen. Haha. Blink. Sehr nützlich. Total. Oh, cool. Viertelkampf. Viertelfinalkampf ist verfügbar. Schön. Schön, 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 schön. Den machen wir wahrscheinlich erst in der nächsten Folge. Schäbe, 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 schäbe. Peng. 17 Scherben, yeah. Ah, Gott sei Dank, die ist wieder auf der Straße. Halleluja, ich dachte schon, jetzt ist alles vorbei. Oh, hier gibt's doch noch einige Scherben. Hm. Hui. Alter, hätte ich solche Superkräfte, ich würde das den ganzen Tag machen. Einfach nur rumfliegen. Hui. Lalalalalala. Ich bin, was bin ich eigentlich? Ich bin der Rauchtypi. Na, komm, schon. Alter. Ups, und. Ja, okay, geh. Ach, hallo. Tschüss. Patsche für den Junge. Oh, hoppla. Ja, du kriegst auch noch eine. Junge. Lass den Scheiß. Jam, jam, Rauch, Rauch. Scherbe, die ist genau hier. Wunderbar. So. Woo, Scherbe. Alter, was denn? Ja, okay. So, die Scherbe holen wir uns noch. Ach, die fliegt da unten. So vor sich rum. Wow, wie detailvoll diese Mütze doch ist. Interessant. Ach, wenn man mal so ansieht, wie sich die Grafik der letzten 10 Jahre verändert hat, ist einfach krass. Schalten Sie die Feinde aus? Hä? Schalten. Wo ist denn da einer? Na also, geht doch. Ach, schon wieder so ein Typ. Lalala, lalala. Oh, verdammt. Nein, 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 nein. Du entkommst mir nicht. Ha, erwischt. So, der ist erledigt. So, wunderbar. Dann haben wir dieses Viertel eigentlich auch schon so gut wie bereinigt. Es geht unglaublicherweise sehr, sehr schnell. Der Infamous 1 kennt und 2 weiß, dass Infamous 1 vor allem sehr, sehr lange gedauert hat im Vergleich zu diesem hier. Hier geht ja doch alles relativ sehr fix. Na gut, wir haben jetzt schon. Ja, okay, wir haben jetzt 4 Viertel frei. Von keine Ahnung wie viel. Aber wenn die auch so schnell gehen, dann. Fuck. Dann ja, dann dauert es nicht so lange. Da ist noch irgendwo eine Scherbe. Ah, ich sehe schon, da hinten. So, da hops und hops. Platsch. Und jam jam, Futter, Futter. Ach, wir haben ein Upgrade. Wusste ich gar nicht. Ach, Aschegeschoss. Sehr schön. So. Oh yeah, jetzt können wir 5-mal solche Raketen schießen.
Hammergeil. So, da gibt's noch eine. Die holen wir uns in dieser Folge noch. Alter, die holen wir uns noch schnell. La 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 la. Ach, weißt du was? Bam! Oh, das ging ja schnell. Warte. Patsch! Ja, 5-mal solche Raketen. Hammergeil. So, wo ist jetzt hier eine Scherbe? Ah, hier kommen wir aufs Dächle. Die muss da irgendwo rumfliegen. Ah, da haben wir sie ja schon. So, und lecker Futter. Yum, yum, yum. Ah, schon viel besser. So. Dann noch ein bisschen auftanken. Dankeschön. Da gibt es wieder eine Aktivistengruppe. Patsch. Oh, hops. Fliegschätzchen. Ja. Patsch. Es befriedigt unglaublich. So, hier haben wir jetzt aber nichts mehr. Da drüben gehen wir dann in der nächsten Folge hin. Ich würde mal sagen, für diese Folge war es das erstmal. Und in der nächsten Folge geht es dann hier weiter bei Infamous Second Son. Danke fürs Zusehen und bis dann, Leute. Ciao.